Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück bei den Guardianern. Wir sind in der letzten Folge dieser Staffel. Das bedeutet, in dieser Folge könnt ihr wieder Vorschläge machen für die nächste Abstimmung. Aber wartet ruhig noch die Folge ab. Außerdem werde ich am Ende der Folge auch wieder alle möglichen Statistiken zeigen. Überflug über das gesamte Gebiet und die anderen Fraktionen werden wir uns anschauen, sodass ihr genug Informationen habt, um eure Vorschläge abzugeben. Was ich noch gesehen habe, ist, dass tatsächlich hier unten noch ein Virus aufgetaucht ist. Das ist unangenehm. Ich werde aber, glaube ich, hier die Polizei noch nicht dorthin schicken, sondern die Einheit aktivieren und lieber erstmal upgraden. Denn wir haben ja deutlich bessere Polizei eigentlich technologisch schon. Wartet mal. Einheit aufrüsten. Auf Polizei 2.5. 70. Ja. Runde beendet. Dann kann die das nächste Mal dort besser agieren. Da können wir das nicht mehr machen. Wir bräuchten, ich habe nachgeschaut, rund 1200 oder 1100 Energie, um sämtliche Polizeieinheiten auf den modernsten Stand zu bringen. Ich glaube, das ist sogar mal eine sinnvolle Aktion, dass wir das vielleicht mal ansparen, damit wir das tun können. Aber ansonsten können wir die Runde beenden. Wir haben, glaube ich, alles erledigt, was wir erledigen wollten. Der Gegner greift mit Artillerie unser Schiff an. Verbesserung zerstört. Wo wurde eine Verbesserung zerstört? Bei uns möglicherweise durch den Virus? Bin mir nicht ganz sicher. Das ist schlecht. Nein! Okay, das ist jetzt richtig schlecht. Die Polizei wurde zerstört. Das heißt, wir sind dort blank. Wir müssen dort eine Polizei ganz schnell produzieren. Doof. Na gut, in Waldeshoe haben wir erstmal eine Kommandozentrale. plus 21, super. Ohne Umweltschaden, perfekt. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Okay, dann bin ich am Überlegen. Wollen wir eine Polizei hier? Was brauchen wir am meisten? Artillerie wird da hergestellt. Flak haben wir schon. Infanterie wäre natürlich sinnvoll. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr Polizei brauchen. Ich werde mal eine hier bauen, auf jeden Fall. Produktion abgeschlossen. Okay. Habicht wird gebaut. Dann hatten wir, glaube ich, jetzt hier ein Schiff in Auftrag gegeben. Insofern kann das weitergehen. Produktion abgeschlossen. Artillerie gebaut. Wollen wir weitermachen mit Artillerie? Schon gleich für den nächsten Durchgang könnte man eigentlich machen. Außer es gäbe jetzt noch irgendwas richtig Sinnvolles. Nö. Alles andere brauchen wir nicht. Wobei, nee, doch, lass uns noch einmal Artillerie machen. Das ist schon okay. Kann so bleiben. Maximale Bevölkerungszahl erreicht. Wohnkomplex ist schon in Arbeit, alles klar. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. Jetzt müssen wir dringend reagieren. Also, wir müssen das erstmal ändern. Wir brauchen eine Polizei 2.5 und ja, und die müssen wir auch sofort beschleunigen. Bestätigen. Sofort ausgeben, damit sie das nächste Mal da ist. Er kann das nächste Mal noch nicht Klippental angreifen. Insofern geht das noch soweit in Ordnung. Okay, so, wir bauen dann, würde ich sagen, gleich hier auch eine Röhre. Und der Former, der gehört zu Dornenwall. Der sollte, glaube ich, hier mithelfen. Lass uns hier allgemein mal Röhren bauen. Ne? Ungültige Basis. Beziehungsweise dort. Terraforming abgeschlossen. Dort einfach weitermachen. Okay. So, die Polizei 2.5. Warte mal, genau. Die ist jetzt verbessert. Und jetzt die Frage, was machen wir jetzt hier? Gehen wir voran? Die hat ja jetzt diese Trunksverbesserung. Das ist in der Verteidigung also dadurch besser. Ich hoffe, das geht gut. Wir gehen mal voran. Na, vielleicht sollten Sie jetzt Ihre Optionen noch einmal gründlich überdenken. 26 zu 9. Wow, besser als ich dachte. Dann greifen wir an. Das ist aber doch ziemlich knapp gewesen. Hier warten wir mal noch, bis die Polizei da ist. Hier patrouillieren wir wieder. Und die Artillerie kommt zum Verschiffungspunkt hier hin. So, da sind die Röhren gebaut. Wir starten jetzt
große Infrastrukturmaßnahmen überall Röhren bauen. Das heißt, du startest vom Pappelgrund, während du von Ehrenfeld jetzt ja, hier runter vielleicht erstmal baust, ne? Ungültige Basis. Mach da weiter. Okay, die wollen wir jetzt noch einladen. Das war der Plan. Und die sollen dann, so schnell es geht, hier rüber zu Morgan Industries. Und da kommt schon wieder Gegner, interessanterweise. Aber wir müssten eigentlich, ja, die sind jetzt alle ausgeheilt, außer hier, die 20%. Na komm, dann schicken wir hier nochmal einen Panzer dahin. Der müsste klarkommen. Keine Verluste auf unserer Seite, wir können direkt noch mal angreifen. Vielleicht sollten Sie Ihre Optionen noch einmal gründlich überdenken. Alles erledigt, hervorragend. Die Einheiten wären natürlich auch immer besser. Und noch warten wir aber ab, weil da noch eine Einheit dabei ist, die noch Heilung benötigt. Insofern noch ein bisschen Geduld hier. Du kannst erstmal wieder zurückgehen. Okay. So, ich würde sagen, wir ziehen das Schiff dann doch mal zurück und lassen es reparieren. Einheimische Lebensformen. Okay. Insel der Tiefe ist aufgetaucht. Warte mal. Und hat die Kapsel verschlungen? Was? Hä? Da war nichts drin, so nach dem Motto. Na gut, damit können wir leben. Einheimische Lebensformen. Oh nee, da ist eine Insel der Tiefe aufgetaucht. So war das gemeint. Greifen wir an bei 13 zu 9. Ja. Aber da ist noch eine aufgetaucht. Verdammt. Ach, ärgerlich. Gerade schön zum großen Schwarm geworden. Das können wir leider nicht mehr retten. So, habe ich das hier am Start. Kann 12 weit fliegen, in gewohnter Weise. Das ist 13 entfernt, also kommen wir nur dorthin. Der muss zurück. Der kann fliegen. Ja, gegen die gefährlichsten Einheiten. Zum Beispiel diese dort. Ganz schön hartnäckig. Veteran geworden. Zurück und tanken. Zurück und tanken. 35% muss Kapsel ausheilen. Gefunden. 150 Credits, sehr gut. Kapsel gefunden. Umliegender Bereich irrelevant. Haben wir jetzt noch irgendwas in dem Meer? Bewegen wir uns jetzt hier gerade? Ach doch, da ist noch eine Kapsel. Ah, Feindeinheit. Miriam. Runde beendet. Die aber offenbar auch nicht so erfolgreich ist, jetzt hier eine gesamte Stadt einzunehmen. Dafür reicht es dann offensichtlich nicht. Okay. Die haben, ich weiß gar nicht, warum die da rumstehen. Ne? Was wollen die dort erreichen? Uns erreichen sie dort nicht, merkwürdigerweise. Naja. So, Runde beendet. Ja. Was anderes haben wir auch nicht vor. Insofern, lass weitermachen. Uiuiuiui. Ah, diesmal hat es die Insel erwischt. Da sind zwei Schiffe jetzt. Da müssen wir allerdings was tun. Und es gibt weitere Gegenangriffe, so wie es aussieht. So schnell kommen wir da offenbar nicht voran. Produktion ja, leider hat es die wiederum erwischt. So, Gaia. Polizei 2.5 gebaut. Gut. Brauchen wir jetzt eigentlich mehr Bodeneinheiten oder wollen wir hier noch was anderes machen? Wir könnten auch hier ein Bio-Optimierungszentrum bauen schon mal. Produktion abgeschlossen. Habe ich 2.5. Das ist allerdings eine Sache, die man immer weiter bauen kann. Ja. Das machen wir noch. Produktion abgeschlossen. So, jetzt haben wir hier die Polizei. Und jetzt ist ein Problem. Jetzt müssen wir allerdings... Jetzt müssen wir gewinnen. Jetzt müssen wir gewinnen. Wir hatten zuletzt gesagt, dass wir hier eine Raupe bauen wollten. Das mache ich dann auch. Produktion abgeschlossen. Wohnkomplex. Sei gewarnt, du, aha, der du dich auf der Suche nach ersten und endgültigen Prinzipien befindest. Denn du trampelst herum im Garten eines erzürnten Gottes
und er erwachte dich gleich nach dem letzten Theorem. Schwester Miriam Godwinson, Gottes Gnade. Die einheitliche Feldtheorie. Wissenschaftler haben lange daran gearbeitet, eine einzige Theorie zu finden, die alle grundlegenden Kräfte in der Natur, Schwerkraft, Magnetismus und so weiter erklärt. Eine einheitliche Feldtheorie. Fortschritte bei den Monopolmagneten und der angewandten Relativität helfen bei der Forschung dieser grundlegenden Mechanismen des Universums. Tachyonenstrahl, aber sag mal, haben wir die nicht schon? Offensichtlich nicht. Warte mal, wir haben doch schon Besseres, ne? Insofern Produktion hilft uns das nicht weiter. So, hier kann der Gouverneur entscheiden. Kinderkrippe finde ich sehr vernünftig. Hier hast du das gebaut. Das wird er vielleicht dann auch... Ach nee. Halt. Jetzt können wir nämlich erst eine Abbauplattform bauen. Das machen wir mal. So, jetzt ist hier alles da, was wir benötigen für eine Kolonie. Wir müssen jetzt erstmal Geduld haben. Okay. So, Rohre werden jetzt hier gebaut. Terraforming abgeschlossen. Jetzt kommt der große Einsatz dieser Polizeieinheit. 343 zu 200, das sieht doch gut aus. Okay, also unsere neue Polizei ist echt gut. Das beruhigt mich. Dann könnt ihr hier weitermachen. Ihr habt dort Sensor gebaut. Dann bauen wir da die nächsten, würde ich sagen. Und hier wird weiter patrouilliert, auch wenn wir hier nichts finden. Die Polizei kann sich jetzt auch erstmal wieder erholen. Unser Habicht fliegt nach Kubala. Jawohl. Und hier steht der Gegner. Und das bedeutet, wir greifen den Gegner an. 27 zu 2. Kein Problem. Ja. Wie sieht's aus mit der Heilung? Wir sind jetzt komplett durchgeheilt, so wie es aussieht. Okay, das heißt, du kannst hier stehen bleiben. Wir müssen jetzt auf die anderen Einheiten warten. Und dann können wir vorrücken. Das Problem ist natürlich, wir haben unsere Polizei noch nicht. Da kommt sie. Solange muss jetzt eine Einheit noch nachbleiben. Ich würde sagen, dann lassen wir einen Panzer stehen. Der kommt, kann am schnellsten wieder aufrücken. Scheint mir das Sinnvollste zu sein. Wie weit kannst du jetzt fahren? So, okay. Der Panzer bleibt erstmal noch stehen. Ihr bewegt euch. Perfekt. Sag mal, aber ist da nicht noch eine andere Einheit? Das sind doch zwei. Die Artillerie ist... Oder ist sie immer noch nicht geheilt? Nö, die ist eigentlich auch geheilt. Die könnte sich da auch hinbewegen. Gut. So, der Habicht. 5% Beschädigung. Dann kann er, glaube ich, schon wieder in den Einsatz gehen. Und das bedeutet für mich, dass wir den dort erledigen. Hier machen wir weiter mit dem Zerstören der Infrastruktur. Oder wie sieht es aus, wenn wir... Nee, da sollte man nicht angreifen. Machen wir lieber jetzt hier die Solarkollektoren kaputt. Gelingt. Der muss zurückfliegen. Der kann Infrastruktur kaputt machen. Gelingt. So, dich ordnen wir jetzt hier zu. Hervorragend. Aktionen Heimatbasis zuordnen und Terraforming Heimatbasis automatisch verbessern. Sehr schön. Ja, die Polizei. Ja, warte mal. Das ist das Einzige, was wir jetzt hier unten nicht haben. Das heißt, das wäre die Polizei, die wir jetzt für die Kolonie eigentlich brauchen. Kann sich auch dahin bewegen. Ein Habicht geht nach Gaia. Und wir sind hier ausgeheilt. Kapsel gefunden. 150 Credits, sehr gut. Kapsel gefunden. Seetang-Kapsel da unten. Außerdem reifer Schwarm, auch sehr schön. Finden wir dann hier noch eine Kapsel oder sind wir hier durch? Ja, mehr kriegen wir hier nicht hin. Das ist das Binnenmeer von Miriam im Übrigen. Nee, Quatsch. Naja, so ein bisschen, so halb, ne? Wie kommen wir hier wieder raus aus diesem Binnenmeer?
Über einen weiten Umweg. Da ist übrigens noch eine gegnerische Einheit, die wir angehen müssen. Ja, bewegen wir uns mal hier durch. Beziehungsweise wir können natürlich ja auch... Schaut mal, die Kapsel, die können wir uns ja auch... Runde beendet. Holen, die ist ja im Morgenbereich. So, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Raketenschwebeboot. Das sind beides feindliche Boote, die wir bekämpfen müssten. Idealerweise eigentlich mit unserem Boot. Aber wir kommen vermutlich da nicht hin, ne? Entfernung 10. Das ist schlecht. Okay, insofern liegt es doch nicht so ganz optimal. Bringen wir das lieber mal dahin. Ja. Ja, wir müssen das... Ah, ich hab gepennt. Ich hätte die Bomber... Die hätte ich lieber dafür einsetzen sollen, die Schiffe zu erledigen. Das war ein Fehler. Ich meine, hier haben wir noch einen 5-prozentigen. Der ist noch einsatzfähig, glaube ich. Jawohl. Damit würde ich vermutlich lieber diese bessere Einheit dort angreifen. 6-4-4-2. 6-3-4, ja. Natürlich auch, kann sich besser verteidigen. Aber wir sollten es machen. Gucken wir mal. 4-2, wow. Ich riskiere es. Okay, erledigt. Sehr gut. Ich meine, wir könnten noch einen Reichweitenangriff machen. Das würde reichen. Ah, schade. Ich hatte gehofft, dass das noch geht. Nee. Wegen Bewegung. Runde beendet. Geht's nicht mehr. Aber der kann uns jetzt nicht mehr so viel schaden. Hier ist ja auch eine Polizeieinheit. Das sollte also kein Problem sein. Hoffe ich zumindest. Gut. So, wir haben 869. Ich sagte ja, ich will sparen, dass ich die kompletten Polizei-Upgrades mache. Das ist ein Artilleriegefecht. Ja, wie geil! Boah! Unsere Artillerie! Ist ja der Hammer! Habt ihr das gesehen? Vier Artillerie... Oh, die Flugzeuge werden verlegt, interessanterweise. Was? Scheiße. Jetzt sind Sondierungsteams gekommen, die Morgan Industries übernommen haben, obwohl wir da eine Einheit drin gelassen haben, Panzer sogar. Ist das erfolgreich? Verdammt. Ey, das war echt erfolgreich. Diese Schweine. Und haben die etwa unseren Panzer dadurch auch bekommen? Ach du Kacke. Okay, das ist natürlich richtig doof. Das ist eine Schwächung, aber gut. Wir müssen das unbedingt zurückerobern. Was will er denn jetzt hier? Er will wahrscheinlich schon wieder Frieden. Ja, ja, ja. So. Sakharov, nein, werden wir natürlich nicht machen. Er will Meeresidyll zurückhaben, geben wir ihm nicht. Okay, Krieg geht weiter. Seine verdammten Teams, ey, das ist ja wirklich super nervig. Produktion abgeschlossen. Okay, Waldesruhe hat jetzt auch Polizei. Ja, hätten wir da schon eine gute Polizei. In der nächsten Runde wäre sie gekommen, oder? In der übernächsten. Das ist bitter. Sehr bitter. So, Polizei brauchen wir jetzt sicher nicht mehr. Dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit stinknormaler Infanterie. Was ist hier? Universaltheorie? 20 Runden? Das ist eine neue Forschung, die habe ich überhaupt nicht realisiert. Das ist natürlich stark. Die müssen wir unbedingt da bauen, Leute. Projekt eingeleitet. Arbeitet er auch schon daran? Produktion abgeschlossen. Okay, Milan, wir gucken kurz auf der Basis. Wenn er daran auch schon arbeitet, dann habe ich das ein bisschen verpennt. Das passt aber hier auch. Wir können weiter an Milan arbeiten. Produktion abgeschlossen. Transportflügelboot gebaut, sehr gut. Passt auch. Wir ändern das Ganze wieder in unseren Habicht. Ja.
Produktion abgeschlossen. Okay, Artillerie gebaut. Und das ändern wir allerdings jetzt in Richtung... Ich glaube, ich gehe mal hier, wir schieben mal was anderes rein in Richtung Forschungshospital. Produktion abgeschlossen. Okay, hier ist der nächste Seeformer. Wir brauchen aber, glaube ich, mindestens noch einen. Wir gucken aber mal. Einmal Polizei wird hier schon benötigt. In 7 Runden haben wir Wachstum. Ein Seeformer ist noch drin. Produktion abgeschlossen. Wohnkomplex weiter. So, jetzt aber nochmal schauen. Universaltheorie. Woran arbeiten die anderen? Das kann man sich hier irgendwo anschauen. Sind die auch schon dabei? Dann kann es sein, dass wir es nicht hinkriegen. Ja, tatsächlich. Ah. Ich meinte, dann muss das Upgrade noch einfach ein bisschen warten. Die Polizei-Upgrades. Weil wenn wir hier für Laborverdoppelung haben, das ist schon der Hammer. Was kostet das beschleunigt? Nicht genug Energie. 3.120. Na gut, wir müssen... In der nächsten Runde ist es, glaube ich, deutlich billiger, weil wir es dann schon einmal angebaut haben. Ich würde mal sagen, wir bleiben mal hoffnungsfroh und lassen das mal... Terraforming abgeschlossen. So, wir beginnen jetzt hier mit dem Bau der Röhren. Und ihr seid jetzt dazu da, um die einzusacken. Müsste platzmäßig hoffentlich hinhauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit den Viren das Kontaktprogramm bringt nicht mehr so viel. Weiß nicht, ob ich mich da täusche. Das war falsch. Hier Terraforming bitte farm. Die Polizei kann hier wieder auf Station gehen und wir bauen hier Röhren. Wir bauen hier Röhren. Weiter. Die Artillerie. Hier bitte am Einladeplatz. Wenn die Röhren da sind, dann geht natürlich alles super schnell. Was hatten wir denn mit diesem... Ach so, ja. Mit dem Former wollen wir natürlich auch jetzt hier die Röhren bauen. In welche Richtung? Bauen wir mal südwärts. Ungültige Basis. Ja, da geht's nicht hin. Der Einheit fehlt die benötigte Fähigkeit. Ja, ich wollte gerade mit der Rakete Röhren bauen. Das ist natürlich Quatsch. Wir werden jetzt nochmal probieren. Nach Seewacht kommen wir, ne? Mit 15. Das müsste hinhauen. Ja, das hat das letzte Mal ja auch hingehauen. So, die haben jetzt alles Seeformer. Der hat einen Seeformer. Der hat noch keinen. Der hat auch einen. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar keinen mehr, ne? Okay, dann ist es Quatsch, wenn wir da noch einen produzieren. Außer wir sagen, wir wollen hier schon anfangen. Aber hier könnte man mutmaßen, dass der Gegner, der ja im Übrigen hier mit Flugzeugen jetzt hier auftaucht, dass das alles zu gegnernah ist, ehrlich gesagt. Ne, passt auf, wir gehen weg von den Seeformern. Das werde ich nochmal verändern. Das war keine gute Idee. Wir werden stattdessen hier noch einen Seeadler bauen. Ein weiteres Schiff, warum nicht? Flugzeug ab nach Seewacht. Weiter kommen wir, glaube ich, erstmal nicht. So, und jetzt müssen wir gucken. Da steht jetzt noch das Schiff. Das können wir aber jetzt ganz leicht erledigen. Mit unserem Schiff. Hervorragend. Ihr geht zurück hierhin. Na. So, 25% Beschädigung bitte reparieren. Ihr müsst tanken. Und jetzt ist es natürlich blöd, weil ich die nicht angreifen kann. Dafür wären unsere Jäger jetzt gut, aber die haben Infrastruktur zerstört. Wir müssen leider jetzt erstmal da zurückkehren. Okay, ihr könnt angreifen. Jetzt müssen wir hier ganz genau aufpassen, was wir hier am besten jetzt tun. Hier wollte ich eigentlich reparieren. Was ist jetzt hier drin? Da ist jetzt unser schöner Wüstenfuchs drin. Ey, damit kann er uns richtig platt machen. Ach du Schreck, ey. Das ist bitter.
Passt auf. Wir werden einen Fernkampfangriff machen. Vielleicht werde ich sogar hierhin fliegen, um den Wüstenfuchs zu attackieren. Wir hätten doch hier einen Bomber noch stehen, oder? Ja, ich glaube, das mache ich. Wir müssen den leider killen. Hier ist mal ein Langstreckenfeuer drauf. Da kommen unsere Polizeieinheiten. Na toll. So, dann kommt aus Kubala das Flugzeug. Quatsch, das werde ich hier hinbringen. Das greift da an. 39 zu 32. Eieiei. Ja. Tja, das tut weh. Und wir müssen jetzt zurück. Aber diese blöden Einheiten behindern uns. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Infanterie. Greifen das blöde Sondierteam an. Und werden mit dem Panzer die Stadt erobern. Damit sind wir wieder im Besitz des Genomprojektes. Können wieder den Gouverneur hier anstellen. Der allerdings seine alten Befehle hier nicht mehr weiß. Die wir ihm nochmal geben müssen. Bauen und forschen. Recycling-Tanks bitte aufnehmen das Ganze. Und jetzt können wir hier ausladen, nämlich die Polizei. Das ist das Entscheidende. Und die wird das auch gut verteidigen. Da sehe ich keine Probleme. Wir können aber noch versuchen mit... Nee. Das, der hat keinen Angriff mehr, ne? Ach du Scheiße. Was habe ich jetzt getan? Okay, das war ein Fehler. Ich hatte mit der Artillerie angegriffen, aber es war gar nicht so schlimm. Die Flak ist nicht in der Lage anzugreifen. Das wäre jetzt dumm. Aber wir können vielleicht den Panzer nochmal aktivieren. Okay, was will er schon wieder? Er will... Ja, ja, er will das zurückhaben. Zahlen Sie sofort 500. Ist ja ein Witz. Gut. Naja, dann müssen wir jetzt hier stehen bleiben. Aber ich glaube, das halten wir aus. So, ich gehe aber nochmal rüber, weil wir hier unten noch nicht fertig sind. Wir wollen die Elite-Infanterie auch noch ausladen. Die kann sich eigentlich schon mal in die Richtung bewegen. Ja, hervorragend. Und das war immer noch nicht alles, aber wir kommen ja dann auch gleich dazu. Was haben wir denn hier gebaut? Wieso haben wir eine Raupe? In Waldesruh? Hatte ich eine Raupe gebaut? Was soll die denn bitte hier? Oder wollte ich die damit rüberschicken? Ist die da irgendwie geflohen? Habe ich irgendwie vergessen, oder? Ich habe mich verklickt. Alles möglich. Wir werden die Raupe vielleicht auch darüber schicken. Da kann sie vielleicht dann irgendwie mithelfen. Also bringen wir sie auf dieses Feld. So, die Polizei, die sollte hier hin. Hier soll ein Sensor gebaut werden. Und einheimische Lebensformen. Das sollten wir schaffen. Runde beendet. Das ist gelungen. Und jetzt ist aber nochmal wichtig, ob wir, wie teuer das ist, das jetzt zu beschleunigen. Nicht genug Energie. 3021 ist jetzt nicht weniger geworden. Oder war das in dieser Runde, als ich zuletzt geguckt habe? Möglicherweise, ne? Wir haben hier noch gar nicht richtig was gebaut. Bin mir nicht ganz sicher. Manchmal kommt man durcheinander, in welcher Runde man eigentlich ist. So. Okay, also das mit Morgan Industries ist vielleicht nochmal gut ausgegangen. Jetzt, wo wir die Polizei haben, da haben, sollte das auch nicht mehr so ein Problem sein. Weil Sondierteams kämpfen mit Psi und die kann da gut gegenhalten, während der Panzer nicht gut gegenhalten konnte. Naja, wir haben aber Gott sei Dank eine neue Infanterie dabei. Insofern haben wir wieder ein 5er-Stack. Das ist also okay. Ich würde sagen, wir beenden nochmal die Runde, weil ich einfach gespannt bin.
gespannt bin, was der Gegner jetzt hier noch zu bieten hat. Ah, wieder Artillerie-Duell. Sehr gut. Projekt eingeleitet. Die Cyborg-Fabrik? Zakharov? Produktion abgeschlossen. Okay, Seeformer. Jetzt brauchen wir definitiv keinen Seeformer mehr. Das können wir jetzt wirklich beenden. Ich guck kurz hier auf die Basis. Ja. Das sieht gut aus. Ja, Leute, ist halt die Frage. Baut man da jetzt immer weiter, immer weiter, immer weiter? Wahrscheinlich ja, oder? Wir können natürlich auch Raupen bauen und damit das Projekt oben stützen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ist vielleicht sogar ganz sinnvoll. Mache ich das mal. Produktion abgeschlossen. So, und Seeblick haben wir die Baumfarm. Seeblick ist aber automatisiert. Produktion abgeschlossen. Klippental, da brauchten wir die Raupe, genau. Das war auch wichtig. Da könnte man aber auch weiter Raupen machen, um das Geheimprojekt zu forcieren. Wäre durchaus eine Möglichkeit. Ja, lassen wir mal weiter. Produktion abgeschlossen. Netzwerkknoten hier, prima. Kann auch weitergehen. Ich check aber mal, wie viel würde die... genug Energie. 2968, ja, langsam, aber nee. Ohne Raupen wird das nichts. Also da müssen wir wahrscheinlich mit Raupen arbeiten. Aber wir haben ja viele produktionsstarke Städte da. Das ist okay. Gut. So, 5% beschädigt. Das ist in Ordnung. Ich würde mal sagen, wir bleiben hier einfach mal stehen. Und hier müssen wir allerdings jetzt ein bisschen aufpassen. Hier... Ah, schaut mal. Der Bomber, der kann jetzt hier stationiert werden. Das ist doch auch schön. Die Polizei wird auf jeden Fall dort stationiert. Und die Insel der Tiefe, die brauchen wir hier nicht. Die sollte einfach wieder zurück. Und den nächsten Schwung Einheiten abholen. Und hier wollten wir reparieren. Das war der Plan. Den werden wir auch umsetzen. Wir haben noch einen Psychovirus mitgebracht. Den lassen wir mal hier... Aha, was haben wir da entdeckt? Können wir angreifen. Ja, perfekt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man die sogar hier in der Nähe noch lässt. Wir müssen, glaube ich, hier attackieren. Ja, natürlich. Sehr gut. Bleiben dann aber hier stehen, weil wir teilweise ziemlich angeschlagen sind. Wir müssen erstmal ein bisschen reparieren. Die zum Beispiel, ihr bleibt stehen, ihr müsst reparieren. Und so, hier waren irgendwo Flugzeuge, aber die sind jetzt schon wieder weggeflogen. Insofern halten wir die jetzt einfach mal hier. Halten wir hier die Füße still. Die habe ich da allerdings. Die können... Oh! Ernsthaft, da sind erstmals Flieger zum Schutz rausgekommen. Aber unsere Habichte konnten das abfangen. 30% würde ich dann aber jetzt nicht in den Einsatz schicken, aber 5% kann man in den Einsatz schicken. Kam aber nur ein Flieger raus, Gott sei Dank. So, jetzt nicht wieder den gleichen Fehler machen. Können wir jetzt hier mal vielleicht durchfliegen? 13 Entfernung. Wir haben 16 Treibstoff. Also... Okay, wir haben ihn da hingekriegt. Wahnsinn. So, den Seeformer, den benötigen wir eigentlich gar nicht. Da hinten ist ja schon einer unterwegs. Na, dann mach mal hier. Mach mal bei dir selbst hier Terraforming. Terraforming abgeschlossen. Okay. So. Gut. Hier... Wird die Röhre weitergebaut? Da haben wir sie beendet. Hier bitte auch. Der kommt dahin. Und da wird die Röhre gebaut. Prima. So. Ah, wir sollten vorher heilen. Runde beendet. Okay, da haben wir die Runde noch durchgezogen. So,
Jetzt aber zügig zu den Statistiken, zu der Frage, wie es weitergehen soll. Entscheidend natürlich nach wie vor die Kriegsfrage. Grundsätzlich soll es eine Strategieänderung geben. Ich würde sagen, wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg. Was man natürlich sich überlegen könnte, das Problem ist hier immer noch die Planetenbombe. In 11 Runden ist die da. Was man machen könnte ist, das widerspricht ja jetzt dem, was ich eigentlich vorhatte, diese Truppe, die wir haben, so schnell es geht, einzusacken in eine Insel der Tiefe, hier anlanden und versuchen, bevor die Planetenbombe gebaut ist, diese Stadt einzunehmen. Das wäre eine Sache, die man abstimmen sollte. Ist die Frage, ob wir da rechtzeitig hinkommen, weil natürlich hier auch noch Einheiten sind, die das verteidigen, aber mit unseren Bombern könnte das funktionieren. Man könnte sich aber auch die Frage stellen, ob dieser Krieg überhaupt noch sinnvoll ist oder ob wir nicht jetzt sagen, okay, wir haben hier gut was erreicht, wir können ihm von mir aus sein Meeresidyll wiedergeben, irgendeine seiner Basen wird er wiederbekommen, um Frieden zu schließen, und dann können wir unsere ökonomische Stärke nehmen und einfach hier explodieren, was Technologie und Ökonomie betrifft, wäre auch eine Möglichkeit, dann würden wir nicht mehr Truppen bauen müssen für diesen Krieg. Das sind so die Grundsatzfragen. Ansonsten sollten wir das nochmal umbenennen. Erinnert mich bitte nochmal dran, wie das Ganze geheißen hat oder ob wir dem Ganzen einen neuen Namen geben. Morgan Industries sollte auch einen neuen Namen bekommen. Ja, und hier, das dauert ein bisschen. Das ist einfach ein sehr aufwendiges Projekt, muss man mal sagen. Immerhin haben wir jetzt hier Transportboot und alles vorbereitet, dass es darüber gehen kann. Ach so, eine Polizei, die muss irgendwo hier noch auf dem Weg sein. Die muss natürlich auch noch mit. Und das wär's. Ich bin gespannt, was ihr noch für Vorschläge habt. Wir gucken uns jetzt noch zum Schluss die Statistiken an. So, das ist allerdings relativ unspektakulär. Entscheidend ist hier die Gruppendominanz. Wir sehen, Universität stagniert, Kollektiv ist ein bisschen runtergegangen, ist wieder hochgegangen, stagniert jetzt aber auch. Wir steigern uns weiter, sind jetzt deutlich vorne. Miriam wächst tatsächlich, holt ein bisschen auf gegenüber den anderen. Lal wächst aber langsamer. Das ist so die Gesamtkonstellation. Ich glaube, alles andere. Technologisch ist Sakara vor uns, militärisch Yang. Bevölkerung sind wir die stärksten, Wohlstand sind wir auch die stärksten. Vom Territorium ist Schwester Miriam die stärkste. Genau. Ja. Okay, dann gucken wir uns hier nochmal die Fraktion genau an. Das Gruppenprofil, Yang. Wir sehen es. Bauen, Kämpfen, Interessen, Polizei, Staat, Agenda, Planwirtschaft, Macht, Gesellschaftsprinzipien gibt es immer noch keine. Ist im Krieg mit uns, mit Zakharov, mit den anderen im Frieden. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Dann Zakharov selbst. Forschung, Wissen, Demokratie, freie Marktwirtschaft, Wissen, Gesellschaftsprinzipien, keine, ist im Krieg mit Yang und mit Miriam. Dass er im Krieg mit Miriam war, hatte ich komplett verdrängt. Wir haben es aber gesehen, dass da auch ein bisschen was passiert. Aber scheinbar für ihn nicht wirklich gefährlich. Aber immerhin, der Krieg findet auf seinem Gelände statt. Wir sind Paktbruder, aber das ist auch so ein bisschen wackelig. Miriam selbst, Grenzstaat, immer noch, Planwirtschaft, Überleben immer noch, Werte, ist nur im Krieg mit Zakharov, interessanterweise. Ja, uns gegenüber wütend. Und dann haben wir Lal, Demokratie, freie Marktwirtschaft, Macht, keine Gesellschaftsprinzipien, uns gegenüber großzügig, mit allen im Frieden, mit denen sogar Verträge, nur mit Miriam keine Verträge, ganz interessant. Das war das. Dann gehe ich jetzt noch mal langsam, wenn ich das hinkriege, über die Karte. So dass ihr euch noch mal Dinge angucken könnt. Ich beschränke mich allerdings dabei auf unser Gebiet und zwangsläufig das Gebiet der Universität. Ihr seht, was los ist. Hier unten sind wir auch noch. Das war's. Ja, dann sehen wir uns wieder im Abstimmungsvideo. Auf jeden Fall muss ich sagen, wir sind leicht schneller vorangekommen durch die Gouverneursentscheidung. Das finde ich eine gute Entscheidung. Also ich bin zufrieden damit, wie das funktioniert.
Wir konnten uns jetzt hier auf den Krieg relativ gut konzentrieren und die 10 Städte oder die 10 Basen reichen scheinbar vollkommen, um unsere Kriegsmaschinerie im Gang zu halten. Den Rest können die Gouverneure erledigen. In diesem Sinne, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwalden.